Hallo YouTube und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des neuen Projektes, mein Lieben. Und man muss ganz ehrlich sagen, es ist generell gänzlich ein neues Projekt und das beläuft sich quasi im Bereich des RPs. Ich habe mir mit den Jungs und Mädels da mal ein bisschen was überlegt für euch. Hoffe, ihr enjoyt das Ganze, ne? Deswegen seid da echt gespannt, was wir hier erzählen. So viel sei verraten, ihr kennt einige der Charaktere, die hier stattfinden. Der ein oder andere wird sich schon immer mal gefragt haben, was war denn so im Vorleben der Charaktere? Und das wird hier so ein bisschen erzählt. Deswegen seid gespannt auf die RP-Story, die hier quasi ihren Lauf nimmt. Und wie wir da so reinstarten, wenn es euch gefällt, ne, lasst da sehr gerne das Däumchen da. Und ja. Ich würde sagen, ich mache die Cam jetzt mal auf Spielgröße, ne, damit ihr auch seht, was denn hier Phase ist. Und dann starten wir einfach mal ganz entspannt in das ganze Geschehen rein. Oh, so. Haben wir eine kleine Pause gemacht. Muss ich aber auch mal sehen. Meine. Das war aber auch wirklich anstrengend. Anstrengend, die ganze Situation. Aber gut, lass mal sie denken, was sie wollen. Bin jetzt erstmal hier im Wildbachtal angekommen. Ich glaube, so ist das. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das Gute ist, ich habe den schnittischen Igor immer mit am Start. Der hat mich noch nie im Stich gelassen. Es ist wunderbar. Mal gucken hier. Hey, was ist denn hier drüben los? Bin da aber kräftig am Werkeln. Was ist denn? Meine Fresse, wir machen den Dieter da. Was ist denn das da unten? Warte mal, ich muss mal hier. Muss mal hier rechts ranfahren. Warte mal. Was macht denn der da? Der war anhalten hier. Warte. Was macht denn der hier? Guten Tag, der Herr. Kann man, junger Mann, Sie sind wohl jetzt von der Stillensorte oder was? Ach, schönen guten Tag. Guten Tag, grüße Sie. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin der Eduard Oberbillig. Schönen guten Tag. Man muss sagen, schönes Maschinchen haben Sie hier. Das gefällt mir so ein bisschen, das kenne ich so ein bisschen aus meiner, jüngst vergangenen, jungen Heimat. Muss man sagen. Gute, stabile Technik. Ja, das habe ich extra mitgebracht von meiner Auslandseinsatz, wo ich hergekommen bin. Wie? Okay. Wer sind Sie denn, junger Mann? Ich bin der Helmut mit Duck. Ach nee. Wie? Also, Auslandseinsatz, in dem. Wieso? Was haben Sie denn gemacht? Ich bin Kampfhubschrauberpilot. Ach nee. Aber momentan außer Dienst. Ich warte immer noch auf den Anruf, dass sie mich wieder brauchen. Ach nee. Aber damit kann man nicht fliegen, ne? Muss man ganz ehrlich sagen. Nee. Aber ich habe mir schon was vorbereitet. Okay. Für den Fall, dass die doch kommen. Okay. Zeigen Sie, was haben Sie vorbereitet? Der Hubschrauber-Landeplatz. Damit sie wissen, wo ich bin. Okay. Was wir immer haben. Oha. Ach nee. Das ist quasi hier, weiß nicht, das ist der Landeplatz. Genau. Okay. Hier werden Sie mich abholen. Hier werden Sie abgeholt. Ja, das glaube ich auch. Aber wer soll denn die abholen? Na, die US Army. Ach, okay. Ach, bei dem Verein waren Sie. Ja, habe schon viel davon gehört. Wie viele Jahre sind Sie jetzt raus? 12 Jahre. Oh, da warten Sie immer noch. Die haben gesagt, die brauchen mich wieder. Okay, ja gut, wenn sie das gesagt haben, wird das wohl auch so sein. Und da sind sie wohl, da machen sie wohl jetzt nebenbei so ein bisschen Landwirt oder was? Ja, na klar. Ah, okay. Man muss ja irgendwie seine Dollars noch verdienen. Das ist wohl wahr. Haben Sie da was Spezielles, was Sie da so machen oder was? Oder wie? Also im Allgemeinen nur Ackerbau momentan. Ach, nur. Okay, nur Ackerbau. Und ich habe hier drüben gesehen, sagen Sie mal, gehören die Leute, die da drüben sind, gehören die damit zu Ihnen?
Nee, die kenne ich auch nicht. Ich bin erst seit einiger Zeit hier. Ach so, okay. Naja, nee, also ich muss ja sagen, ich komme also aus Fernlande, komme ich her, muss sagen, draußen schneit es manchmal sehr. Naja, also ich bin quasi auch so ein bisschen auf der Durchreise. Ach so, ja, ich habe Ihr Gesicht hier auch noch nicht gesehen. Ja, nee, ist generell unbekannt, das ist auch gut so. Das passt schon so. Aber gut, wenn Sie da jetzt hier rumbasteln und tun und machen, ne, dann will ich Sie nicht weiter aufhalten. Dann warten Sie mal, bis Sie geholt werden. Ne? Vielleicht bringen Sie auch noch eine Jacke mit oder so. Einen schönen Tag Ihnen noch. Ja, danke Ihnen auch. Oh Mann. Hab mich gerade, wo ich hier gelandet bin. Ja, Gott, noch eins. Ah, hier ist frei, müssen wir ja mal rüber gucken. Was machen denn die? Oh, Scheiße, hier ist ein Bach. Da müssen wir mal rüberfahren. Gucken wir ja. Den Herrn. Aber man muss sagen, sind das so irre, was macht denn der? Himmel, Herrgott, wenn der mit der Maschine so umgeht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey, warte mal, wo müssen wir denn hier rein? Warte mal, ich muss, glaube ich, hier links. Ja, mal gucken. Schon sehr befahren, muss man ganz ehrlich sagen. Sehr belaufen. Maschine idyllisch. Ich glaube, hier werden mich die. Ich glaube, er wird mich nicht so schnell jemand finden. Das ist eigentlich ganz gut. Aber die hier so treiben. Ja. Ah. Ja. Hallo. Oh, wir haben wohl gerade zu tun. Scheiße, hier, was ist da schon wieder? Immer diese alten Maschinen. Guten Tag. Moin. Guten Tag. Ich grüße Sie. Sie werden entschuldigen, ich bin gerade so auf der Durchreise und habe gesehen, Sie haben hier so alte Maschinen am Wickel. Wenn ich mich kurz vorstellen darf, ich bin der Eduard Oberbeleg. Ja, moin. Hagen mein Name. Und ich bin Tina Ellen. Okay. Ach so, grüße, Herr... Oh. Also, Sie sind quasi, ach, das ist Ihre Frau. Nee. Wie, nee? Nee. Nee. Nicht? Nee. Okay, und was machen Sie hier so? Also, ich wollte ja eigentlich Gras mähen, aber diese alte Scheißtechnik, da ist schon wieder kaputt. Aber ich habe da eigentlich auch gar nicht so viel Ahnung von. Und meine guten Hände will ich mir daran auch nicht schmutzig machen. Die sind so soft, da schmelzen die Frauen dahin. Deswegen will ich da nicht dran rumfummeln. Okay. Aber wenn Sie das so sagen, wenn Sie so softe Hände haben, dann müssen Sie sich ja mit Fummeln auskennen. Ja, aber nicht an so alten Floddermaschinen. Okay, verstehe. Wäre interessant. Ist hier speziell was kaputt oder was? Oder woran liegt denn das Problem? Ich weiß es nicht. Wenn ich anmachen will, dann knattert die Haspel über. Ach so, dann ist das Tempo zu schnell. Dann müssen Sie das quasi ein bisschen reduzieren, das Tempo. Manch einer mag es ein bisschen langsam. Das ist genauso bei alten Maschinen. Okay, dann muss ich gleich mal probieren. Müssen Sie mal gucken. Entschuldigen Sie bitte die Frage, aber wissen Sie zufällig hier, wo es, Scheiße, wie hieß der noch gleich? Ich bin schon ein bisschen älter an Jahrgang, da dauert es ein bisschen. Meine Erna, Gott hab sie selig, die olle Kuh, die hat mir sowas immer abgenommen. Wildbach-Pension, ich glaube, so hieß das. Kennen Sie das? Bin ich da ja eigentlich richtig? Ja. Wo muss ich denn da lang? Den Weg kenne ich zur Lisa. Oh. Von der Mann denkt auch, sie liebt ihn noch. Oh. Okay, okay, der Groschen ist gefallen. Mit der sind sie wohl öfters zugange. Da bin ich öfter mal am Fummeln, ja. Okay, ach so, sie sind quasi der örtliche Masseur, wenn man das so sagen könnte. Genau. Interessant. Einfach nur wow, Hagen. Oh. Aber Sie fahren hier die Straße weiter. Ja. Und dann am Ende rechts. Und dann sind Sie schon bald da. Ach so, ach, immer geradeaus quasi. Genau, ich habe hier noch so einen Stadtplan.
Ja, wenn sie danke. Ja, danke. So, wenn du den jetzt mal aufmachst. Ja. Dann siehst du ja da unten das Feld 44, richtig? Ja, sehe ich, ja. Genau, und da müssen sie hin. Ach, dort ist das, okay. Ja gut, ne, das trifft sich ja gut. Von der 43 dahin, ne? Wir müssen jetzt nicht einmal ganz rumfahren. Ah, okay, dort lang, okay, ja, ja, danke. Ja, ja, gut, das passt. Sagen Sie mal, wie ist denn das hier so im Dörfchen? Ist das eigentlich eher ein bisschen ruhig gehalten oder ist hier immer viel Bambule? Also das ist sehr, sehr ruhig hier bei uns. Okay, also nicht so viel Durchgangsverkehr quasi. Ja. Oh, das ist schön. Ich suche nämlich eher was, um mich zur Ruhe zu setzen. Bambule mag ich immer nur in der Pension. Okay, interessant. Interessant. Ja gut, dann werde ich mich dann langsam mal so ein bisschen auf den Weg machen. Also wenn das, wie gesagt, gehen Sie es langsam an mit den Dingern. Das ist, ja gut, im Prinzip, wie Sie es machen mit den Frauen, ne? Muss man ein bisschen ruhiger machen. Also immer Vollgas. Zum Beispiel. Denn, ja, dann mal noch viel Spaß beim Schaffen, ne? Ich werde erst mal mich hier durchwursteln. Eigentlich können wir da auch noch mal in eine Pension, Tina, oder? Uah. Bestimmt nicht mit dir, Hagen. Mit dich kriege ich auch noch so weit. Nee. Tschüss. Ja, wiedersehen. Alter. Was ist denn mit denen nicht so? Oh Gott, das scheint wohl ja der örtliche Frauentyp zu sein. Keine Ahnung. Das ist ja... Wow. Gut, jetzt müssen wir aber mal gucken. Der hat gesagt, hier vor. Und dann, okay. Gut, lass mal die junge Frau hier rausfahren. Oh, man muss sagen, schöne alte Maschine. Hier, schöne alte Maschine. Das mag ich also, bitte. So. Ging ich ganz passend für mich. Ja, man muss auch sagen, es wird schon das Rische sein, wo ich mich hier dazu entschieden habe. So auf die alte Zeit. Gerade nun muss man auch sagen, die Anna, die dumme Kuh, Gott hab sie selig. Die hat sich ja einfallen lassen, ne? Ich gehe dann einfach mal. Hat nicht Bescheid gesagt, ne? Hat sich gedacht, ich gehe da mal nach oben und bleib dort. Lass den Eduard einfach mal alleine. Ah ja, so war sie, so ist sie. Aber eins kann man ja zugute halten. Die hat immer gut gekocht. Die hat immer gut gekocht. Sie wusste, was einem Mann gefällt. Und ich konnte ihr früh alles auftragen und sagen, was ich gern hätte, wenn ich dann abends so von den Einsätzen nach Hause kam. Konnte ich nicht nur sagen, bei den Einsätzen hat alles funktioniert, auch abends hat alles funktioniert, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine, ne? Zwinker, zwinker. Man muss natürlich auch sagen, an dem Punkt war es dann immer so weit, wenn wir fertig waren. Das hat meine Erna sehr gemocht, wenn ich ihr gesagt habe, Erna, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Denn der Plan war immer meine Beköstigung am Abend und meine Bespaßung am Abend. Und das hat sie echt gut gemacht. Da konnte man sich gut auf sie drauf verlassen. Ja gut, wie erwähnt, dann ist sie halt gegangen, die dumme Kuh. Bin ich ganz alleine hier. Aber ich muss mal gucken. Ab und zu, wenn ich so das, die Frauen sehe, ne? Mal so unter uns. Ich da mal so Regung. Kennt ihr das? Regung, immer so eine Sache. Ich kann die nicht steuern. Manchmal. Manchmal kommen sie, bleiben länger. Manchmal kommen sie halt nur ganz kurz. Immer so eine Sache. So, warte mal, bin ich jetzt hier richtig oder was? Stehen ja lang. Warte mal hier. Es ist ganz schön bergisch. Ne? Ob ich hier mit meine Buße nach Hause reicht, um hier hochzukommen. Nur mal gucken. So, der hat gesagt, hier muss man dann reinfahren. Okay. Oh, hier steht. Oh, warte mal, hier steht ja was. Okay. Scheint aber nicht viel los zu sein, ja. Ist das eine Kamelle hier? Meine Herren. Aber gut, müssen wir mal gucken. Oder wie hat er gesagt, die ist Lisa oder was? Mal gucken. Hallo, ist hier eine Lisa? Oh, Scheibenkleister, was ist denn das für ein neues Ding? Wow, okay, das ist die Küche wahrscheinlich. Ah,
Okay. Das ist das Schlafzimmer oder was? Oder die Wohnstube? So. Mal gucken hier. Ja, der Vorteil ist, ihr findet mich keine Sau. Eigentlich auch ganz gut. Die da wieder so denken, die müssen mich mal hier. Naja, gut. Naja, einfach mal, warte mal, was gibt's denn hier so? Ist hier was? Oh ja. Klemmte bitte. Ah, so, wunderbar. Oh, hier ist auch noch eine Tür. Warte mal, jetzt schon hier lang. Okay. Ah, interessant. Naja, gut. Oh, hier gibt's eine Werkbank. Das ist gut. Eine Werkbank ist immer gut. Da müssen wir erst mal gucken. Wie und was. Und werden wir gucken, meine Lieben. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war die erste Folge des neuen Projekts der Brölfis. Und ja, lasst gerne das Däumchen da. Schreibt gerne was in die Kommentare, was ihr denkt, was das hier wird. Wie ihr es natürlich so gefunden habt zum ersten. Und seid gespannt, was hier noch so passiert. Ich muss sagen, der Eduard ist jetzt gerade hier angekommen. Mal gucken, ob er die wohlbekannte Lisa vielleicht noch trifft oder auch nicht. Ich bin gespannt. Und freue mich drauf, wenn ihr genauso gespannt seid. In diesem Sinne, tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.